Der Supermarkt um die Ecke öffnet um 9 Uhr. Sein Parkplatz hat 6 Reihen. In jeder Reihe passen 7 Autos und jedes Auto hat 4 Räder. Wie viele Autos passen auf den Parkplatz? Mach am besten kurz Pause und versuch dich mal selbst an der Aufgabe und dann kannst du das Video wieder anmachen und schauen, wie ich die Aufgabe gelöst habe. Okay, ich vermute, du hast jetzt wieder das Video angemacht und schaust jetzt, wie ich die Aufgabe löse. Ich würde zuerst mal gucken, welche Informationen ich überhaupt brauche. Wir wollen wissen, wie viele Autos auf den Parkplatz passen. Das heißt, wir müssen ja nicht wissen, wann der Supermarkt aufmacht. Also die Angabe hier 9 Uhr, das ist unwichtig. Und genauso wenig müssen wir wissen, wie viele Räder an jedem Auto dran sind. Es wird ja nicht gefragt, wie viele Räder auf den Parkplatz passen, sondern einfach nur, wie viele Autos. Das heißt, die Angabe hier auch unwichtig. Was allerdings wichtig ist, ist die Angabe hier. Und zwar, wie viele Reihen hat der Parkplatz dann? Und zwar 6. Und wenn wir jetzt noch wissen, wie viele Autos in jeder Reihe passen, wissen wir auch, wie viele Autos auf den Parkplatz passen. Also hier steht, in jeder Reihe passen 7 Autos. Das heißt, wir haben 6 mal 7 Autos, richtig? Also was heißt das? Das heißt, du hast in der ersten Reihe stehen 7 Autos, in der zweiten Reihe stehen auch 7 Autos, in der dritten können auch 7 stehen, in der vierten, in der fünften und in der sechsten auch jeweils 7. Das heißt, 6 mal 7 heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass du die 7 buchstäblich 6 mal hier hast und die halt dann addierst. Also, das sind 7 plus 7 sind 14, plus 7 ist 21, plus 7 ist 28, plus 7 ist 35, 42. Also passen insgesamt 42 Autos auf den Parkplatz. Okay, du glaubst mir nicht? Na gut, dann überzeuge dich selbst. Hier drüben habe ich einmal den Parkplatz. So, und dann zähle ich jetzt sogar nochmal eben für dich. Also das ist die Reihe 1, Reihe 2, Reihe 3, Reihe 4, 5 und 6. Und dann muss ich noch die Autos zählen in der ersten Reihe. Das ist ein Auto, das ist das zweite, das dritte, das vierte, fünfte, sechste und siebente. Wie du schon siehst, in jeder Reihe sind gleich viele Autos. Die schließen ja hier alle rechtsbündig ab. Also sind das 7 und 14 Autos und 21 und 21 und 7 sind 28 und 7 sind 35 und 7 sind 42 Autos.